Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video von dem Ultraschall-Reinigungsgerät von Grundig, was ich mir geholt habe. Namen habe ich vergessen, steht auf dem Karton, ist mir eigentlich auch relativ egal. Hauptsache, das macht das, was das soll. Wir haben hier einen Knopf, der ist für An und Aus, hat einen angenehmen Druckpunkt, also macht, was das soll. Sonst ist hier wirklich nichts zu beachten, also die Verarbeitung ist ein Grundig Gerät, was will man verlangen, das ist top. Ja, und hat auch CE, TÜV geprüft, ganze Grundig, 50 Watt, hat er alle durch. Jetzt machen wir das mal unter Strom, gucken, ob was leuchtet. Ach, dann leuchtet hier unten, hier hat gerade ein blaues Licht geleuchtet. Da seht ihr das. Gut, dann haben wir hier den Korb. Ja, ist ein bisschen Plastik, also... Ich denke mal, der macht nicht allzu viele Behandlungen mit, weil irgendwann wird das Plastik hier spröde und brechen. Aber solange das hier drin ist, ich kann hier immer noch rinfassen und rausholen, ist das eigentlich Jacke wie Hose. Hauptsache, das erfüllt seinen Zweck. Aber so von der Verarbeitung bin ich da schon zufrieden. Also ich habe keine scharfen Kanten, Ecken, irgendwas dergleichen. Das geht einfach hoch runter. Ja, das ist auch ein dickes Plastik. Also denke ich mal nicht, dass es so schnell kaputt gehen wird. Bisschen schnell verformt tut sich das hier nach links und rechts. Also muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, der Deckel ist ein bisschen dünne Plaste, aber wir gehen ja da auch nicht ran wie so ein Berserker. Wir machen das auf und ja, das wart auch schon. Jetzt wollen wir uns das mal ankicken hier, was hier im Heftchen steht. Das Heftchen sagt, ich bin ja nicht so der Freund von diesen Heftchen. Aber 500 Milliliter Edelstahl, Tank, 550 Milliliter, genau, Tank, CD-Halter, Abstandshalter, achso, da kann man zwei CDs damit machen, aha, okay, Reinigungs, okay, Uhren, bla bla, Uhrenhalter, ich habe keinen Uhrenhalter. Ich habe keinen Uhrenhalter, wenn das ist der CD-Halter, aber ich habe keinen Uhrenhalter. Vielleicht ist das der Uhrenhalter. Ist aber ein Körbchen, würde ich jetzt sagen. Egal. So, dann würde ich jetzt sagen, wir füllen jetzt hier einfach mal Wasser rein. Machen wir bis hier. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Wasser drin, ne? Weil ich will ja auch noch mein Zeug drin haben. Ich denke mal, da müsste ich doch rein theoretisch noch ein bisschen was rausmachen. Weil soweit habe ich jetzt natürlich nicht gedacht, dass ja mein Schmuck und so, das frisst ja alles auch nochmal. Ach so, Maximum. Ach, hier ist ja eine... ach so, hat sich schon erledigt. Ich soll bis Maximum machen. So, jetzt haben wir bis zum Maximum gemacht. Und Sascha hat gemeint, einfach einen Tropfen Spüli drin. Hoppala, ist ein bisschen mehr als ein Tropfen. Ja, Spüli kann man nie genug haben. So, haben wir Spüli drin. Jetzt nehmen wir hoppala, mein Torshammer. Meine andere Kette. Meine dicke Kette. Dann habe ich noch meinen Ring. So, dann hier nochmal Ohrringe, vielleicht nochmal ein paar Ohrringe, dann habe ich noch meinen Torshammerring, ja, auch sieht man ja nicht, so ein Torshammerring, der kommt noch rein, so, dann habe ich noch einen Ring selbst gemacht mit Torshammer, ja, der kommt auch noch rein und natürlich eins, zwei, drei Ohrringe von der linken Seite und eins, zwei, hoppala, drei Ohrringe von der rechten Seite. Die sind noch verpackt, die brauche ich jetzt nicht drin machen.
räumen wir das mal weg. Sascha sagt, ich soll 2 Durchgänge machen. So. Und dann machen wir das jetzt einfach mal zu und drücken hier mal auf den Knopf. Gucken mal, ob keiner guckt. Ob was passiert. Also ich sehe nicht, dass irgendwas passiert. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwas sehen soll, weil das wird ja per Ultraschall gereinigt. Ich werde es mal so machen, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr seht. Noch ein Stück näher zu euch. So. Na komm, ein Stück hoch muss ich noch. Wieso will die Kamera jetzt nicht hoch? So, jetzt. So. Ich weiß auch nicht, ob man da irgendwas sehen muss. Also ist ja Ultraschall. Also ich denke nicht, dass da irgendwas blubbern soll oder brubbeln soll. Aber das Wasser sehe ich, dass da so ein bisschen Bewegung drin ist. Aber das kann natürlich auch dadurch sein, dass ich hier am Tisch gewackelt habe. Oh, da hat sich der Ring bewegt. Und Sascha hat gemeint, ich soll 2 Durchgänge machen und dann einfach abspülen und dann soll das alles picobello sauber sein. Ich würde sagen, ich lasse mich mal überraschen. Na doch, ein bisschen Bewegung ist drin. Das Wasser, ein bisschen, sieht man, ich werde mal hochmachen, sieht man denn vielleicht bisher? Oh, doch, das. Hier sieht auch das Wasser sehr dunkel auf einmal aus. Also das sieht jetzt nicht mehr so klar aus, wie es mal am Anfang aussah. Das kann aber jetzt durch den Ultraschall sein, weil das Wasser jetzt hier so ein bisschen in Bewegung ist. Machen wir mal wieder zu. Also das sieht schon mal dreckig aus, das Wasser. Muss ich jetzt mal so feststellen. Ob das jetzt nur durch Ultraschall... Ist ja mein, wie gesagt, mein erstes Ultraschallreinigungsgerät. Werden wir mal beobachten, die Sache. Werden wir mal beobachten. Ich würde jetzt hier erstmal einen Cut machen und dann sehen wir uns beim, wenn der jetzt nach 5 Minuten fertig ist und da muss ich mal einen Cut machen. Ich kann ja hier nicht, kann euch ja nicht hier 5 Minuten auf der Gerätsche gucken lassen. Der bringt es ja auch nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Oder? Oh, das Wasser sieht wirklich keimig aus jetzt. Und dabei sah mein Schmuck eigentlich noch relativ okay aus, außer die Ohrringe. Aber so die Ketten und so, die waren eigentlich noch tipptopp. Bin ich mal gespannt. Weil das sieht richtig i aus, das Wasser mittlerweile. Fast schwarz. Uah. Da bin ich echt mal gespannt. Na, ich werde mir auch gleich mal hier, ich habe hier auch noch Wasser. Ich habe ja nicht alles verbraucht, habe ja hier noch Wasser stehen. Hier seht ihr das, da. Ist noch Wasser drin. Da werde ich das dann gleich, werde ich mir gleich nochmal eine Ladung Wasser holen. Und da kommt das dann rein und dann werde ich mir ein Handtuch nehmen und dann, ja, werden wir das dann mal durchspülen, weil Sascha sagt, ich soll das dann aus dem Wasser nehmen. Also hier rausnehmen und abspülen mit klarem Wasser. Aber ich denke mal hier so ein Behälter und dann durchschütteln geht auch. Und dann werden wir ja sehen, wie es dann aussieht. Vorher, nachher. Also vorher habt ihr ja nicht gesehen, aber ich habe, ja doch, ein bisschen habt ihr gesehen. Ich lasse mich überraschen. So, bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin. Also nicht abschalten, kommt gleich, geht's weiter. Ich mache jetzt nur einen Cut. So, und willkommen zurück. Wir machen mal off. Also wenn ihr das so seht, wie ich das sehe jetzt gerade, das Wasser sieht bäh aus. Das sieht richtig, richtig bäh aus. Und hier oben auf diesem weißen Plastikding, ja, ist so Schmodder drauf, richtig. Also beim Torshammer sehe ich noch nicht wirklich, dass da was passiert ist. Dass da Schmodder weg ist, der ist immer noch ein bisschen matt. Der hat sowieso vorher geglänzt. Der glänzt immer noch. Der war, ja, der sieht ein bisschen sauberer aus. Und die Ohrringe, die glänzen auf jeden Fall mehr jetzt. Und da ist aber hier, der ist noch an der Seite ein bisschen dunkel.
Und der glänzt schon mal mehr. Kette, die war vorher schon silber. So, wo ist denn der Torshammer hin? Oh, der glänzt auf jeden Fall jetzt mehr, der Torshammer. Der und die Kette auch, die glänzt jetzt auch mehr. Die war so dunkel, die ist jetzt schon definitiv wat heller. Aber ich würde sagen, boah, das Wasser, das sieht richtig, Leute, ich glaube, das sah eigentlich sauber aus, wo ich es reingepackt habe. Also ich habe jetzt nicht gedacht, Mensch, da kommt so viel weg oder so. Aber das Wasser, das sieht richtig bäh aus. So, machen wir das hier nochmal sauber, gucken wir mal, ob hier nochmal ein bisschen was drauf geschwappt wird. Und jetzt machen wir das nochmal an. Und ich würde sagen, wir lassen das jetzt nochmal 5 Minuten durchlaufen. Oh, ey Leute, glaubt das nicht. Hier, ich habe gerade sauber gemacht. Klar, gerade hier oben weggemacht. Schon gleich wieder hier Schmott hier. So, gleich mal wegmachen. So. Und gleich wieder abgesetzt. Leck mich am Arsch. Also, dass das Wasser da so ein bisschen, also, dass es so extrem dreckig wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, da muss ich so ja mit meinem O-Ring und sowas, muss ich so ja mehr als nur 2 Reinigungen machen. Weil da kommt ja so viel ab, das hätte ich ja nicht gedacht. Ich habe die immer poliert, wie so ein Weltmeister. Oder mit Seife waschen, aber... Oder durch die Ketten und so. Aber dass da so viel Schmott abkommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann würde ich das jetzt erstmal laufen lassen. Ich mache wieder einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. So, und da sind wir auch schon wieder. Ihr seht, hier oben ist alles so ein bisschen beschlagen. Also ist meine Lampe, die so brummt. Hier oben hat sich wieder Schmodder angesetzt und das ganze Wasser ist richtig, richtig keimig. Der sieht nicht aus, als wenn da was passiert ist. Der sieht auch nicht aus, als wenn was passiert ist. Der ist blitzblank. Ist ja krasse Scheiße. So, jetzt werde ich das mal rauszoomen. Boah, das Wasser ist so cremig, Leute, das glaubt ihr ja nicht. Ach. Toll. Die Kette vom Torshammer ist hier hängen geblieben. Im Gitter. So. Na, das schwarze aus dem Ring hier, die aus den Runen an der Seite ist raus. Der Torshammer, der blinkt und blitzert hier, glitzert, der sieht natürlich jetzt richtig extrem schick aus. Und selbst die Kette, die ist jetzt wieder richtig schön silber. So, der hier, na, den könnte ich nochmal. Den werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Dann werde ich gleich meine Brille auch mal mit drin machen. So, die Kette. Bin ich mir noch nicht sicher, die sieht silber aus, aber die war vorher auch silber. Also da, oh, die blinkt jetzt hier wieder richtig extrem. Die war auch ein bisschen dunkler. Brauche ich nicht nochmal machen. So, der sieht hier ganz schön angegangen jetzt aus. Der ist ja schon was älter. Die Dreiecke, die sehen jetzt so ein bisschen matt aus. Seht ihr das? So, da sieht man so ein bisschen so, ja, ein bisschen rau sieht das jetzt aus. Oh, den werde ich auf jeden Fall nochmal mitmachen. Und die Ohrringe, ja, das lassen wir. Den mache ich nochmal. Den mache ich auch noch mal. Der ist sauber. Die sind auch sauber.
den muss ich nochmal, den muss ich nochmal, na, die muss ich auch nochmal. Der ist eigentlich auch relativ sauber. So, aber die beiden muss ich auch auf jeden Fall nochmal machen. So, und wenn ihr das jetzt so seht, wenn ihr das jetzt so sehen könntet, oder wenn ich hoffe, dass ihr das so seht, wie ich das hier sehe. Ich mache euch mal runter. Das war eigentlich mal klares Wasser. Das ist jetzt richtig tief verdreckt. Und wir haben hier auch schon so ein paar Ablagerungen da unten. So ein paar Flusen, würde ich jetzt so sagen. Und ich habe gerade mal zweimal gemacht und mit ein bisschen Spüli. Also finde ich schon mal toll. Ich werde jetzt das alles hier noch machen. Ich dampfe mein Fläschchen noch leer und dann kommt natürlich mein Dampfzeug. Deswegen habe ich mir das ja geholt. Nicht nur wegen meinen Ketten und so. Ich habe das mir hauptsächlich geholt. Und die Brille will ich hier auch reinnehmen. Ich habe es mir hauptsächlich geholt für mein Dampfzeug. Der Kanga-Tech und so, das werde ich alle denn mit euch dann noch ein Video machen, wie ich das aus, also leer mache und auseinanderbaue und in den Korb drin mache. Und dann könnt ihr mal sehen, was da alles so zusammenkommt. Das werde ich wahrscheinlich große Putzaktion nennen oder so, ich weiß es nicht. So, bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.